Hallo Freunde und willkommen zurück zu StarCraft 2, wo wir in der letzten Folge in der Gesorg-Kampagne weitergeschritten sind. Und ja, das Forschungsschiff, ich habe den Namen davon vergessen, nicht nur nach wichtigen Dokumenten für Kerrigan durchsucht haben, sondern auch am Ende gesehen haben, wie es in die Luft geflogen ist. Ich würde sagen, wir hören uns die Besprechung vor der nächsten Mission einfach noch einmal an. Ja, stimmt, genau. Und wir haben mitgekriegt, dass Templer auf Char sind. Das war das Letzte, was wir erfahren haben. Spürst du das Zerebrat? Die Protoss sind hier, auf Char. Sie haben sich hier eine Zeit lang versteckt. Protoss-Kommandant, es war dumm von dir, hierher zu kommen. Denn ich bin Kerrigan und ich bin die Königin der Zerg. Ich kenne euch gut, o Königin der Zerg, denn wir sind uns bereits begegnet. Wohl erinnere ich mich an eure selbstlosen Taten bei der Verteidigung der Menschheit gegen die Zerg. Schmerzlich ist es zu sehen, dass ein Wesen, das einst so ehrenhaft und voller Leben war, sich der verschlagenen Tücke des Overmind ergeben hat. Du solltest lieber nicht versuchen, über mich zu rechten, Templer. Du würdest feststellen, dass meine Macht der deinen mehr als ebenbürtig ist. Ja, ich spüre sogar, dass deine hochgerühmten Kräfte seit unserem letzten Treffen eher noch schwächer geworden sind. Möglicherweise, oh Königin. Aber könnte es nicht auch sein, dass ich es nicht nötig habe, meine Macht in einem so kindischen Kräftemessen zur Schau zu stellen? Närrischer Templer, bereite deine Verteidigung vor. Ich werde dich schon bald vernichten. Warum muss sie den denn vorwarnen? Das habe ich ja nicht so ganz verstanden. Naja, wir müssen die Protoss töten. Zerg-Mutalisken können eine Metamorphose zu Wächtern. Ach stimmt, es gab hier glaube ich keine Brutlords, sondern nur die Guardians, ne? Sobald ein Schüssling durch Upgrade zum großen Schüssling wird, haben alle Mutalisken automatisch die Fähigkeit, sich in Wächter zu verwandeln. Kerrigan, ich fühle eine seltsame Aura um diesen Tempel. Vielleicht solltest du den Angriff noch einmal überdenken. Zum letzten Mal, Zas. Es ist gefährlich, meine Motive und meine Autorität in Frage zu stellen. Du wagst es, einem Zerebraten zu drohen? Du wirst unser aller Untergang sein. Ach, weißt du. Ah, wir haben die Adrenalindrüsen auch mal bekommen als mögliches Upgrade. Ich weiß nicht ganz, warum hier eine Kriecherkolonie ist. Aber gut, es scheint hier unten auch. Ja gut, da ist ein Weg nach unten. Da ist auch ein Hörner. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Und dann hätte ich gerne mal eine Kriecherkolonie auch hier. Und ich brauche mehr drüber. Das sind definitiv noch nicht genug. Ich werde mit denen noch so Laufpapiere geben. So, hier könnte man... Achso, na da ist die Energiekarte. Gut. Hier zeigt man, dass hier auch nichts mehr ist. Vielleicht da aber noch. Ne, ja, es sieht nicht so aus. Da könnte ich aber zum Beispiel Leute platzieren mit 10 Kriecherkolonien. Das ist ganz cool. Ich hätte gerne einen Extraktor da. Da ist wieder dahin. Und nochmal ein paar Drohnen. Metabolismus-Schub? Nö, gerade noch nicht. Ich hätte aber gerne nochmal Strip. So. Ich brauche... Komm.
So, die drei dürfen dann gleich mal das Gas abbauen. Ich bin am Überlegen, ich glaube, es ist echt sinnvoll, wenn ich mir noch eine Kommandozentrale gleich hole. Also, Großstätte. Ich könnte noch direkt einen Bau holen. Dann werde ich hier auf jeden Fall noch die Aufregung noch einen Tacken besser verteidigen. Ziehen. So, da müsste sich ja Kriecher langsam ausweiten. Ich kriege viel zu wenig Rohstoffe. Eigentlich müsste ich noch wesentlich mehr Drohnen an die Arbeit schicken. Aber erstmal ein bisschen unsere Verteidigung hier stärken. Noch eine Tiefenkolonie. Brauchen wir noch eine. Dann brauchen wir noch Sporen. Was ist jetzt wieder los? Was war nochmal bei euch so mega gut? Irgendwas war an den Guardians richtig gut. Und wofür wurden die ziemlich hart gefeiert? So, als erstes werde ich euch jetzt aber wieder mehr schicken. Ich habe natürlich auch an den Ölbekommen noch nichts erforscht, das ist klug. Oh, sie hat den Psi-Sturm bekommen. Das ist natürlich ganz doof gelaufen. Wenn ich jetzt auch noch dran denke, den einzusetzen, wäre das ziemlich gut. Ihr seid die schnellste meiner Einheit, das heißt, ich gehe mit euch mal ein bisschen scouten. Und hier ist wieder so verbrannte Erde, wo ich keinen Kriecher drauf bauen kann. Kacke. Hier fangen wieder. Da ist ein Fokus. Okay. Sicher. Nicht so cool. Schade, ich dachte, die Felsformation zieht sich hier noch so weiter durch, sodass man da noch mehr Schutz hätte. Wahrscheinlich nicht. Was ist denn hier? Mir gefällt, was ich hier sehe. Es gibt nämlich keinen Aufgang. Ja, da muss ich da mit Fliegern rüber. Nur das ist ja kein Problem. So, das kann ich mal gebrauchen. Dann brauche ich weitere Drohnen. Ihr könnt mir mal... Okay, bringen wir im Nahkampf nichts. So, eine weitere Sporenkolonie dahin. Dann die Brutstätte. Direkt daneben. Okay, jetzt ist schon erledigt. Das Ding hat gelitten. Einfach für den Detektor. Doch, da brauche ich da noch eine hin. Auch wesentlich mehr Drohnen.
So, da bauen wir noch eine Sporenkolonie hin. Du bist mit der Bau. Noch die Bauchbeutel bitte. Eine Tiefe, da kommt auch noch eine Tiefe und da noch eine Spore. Dann sollte unsere Verteidigung aktuell eigentlich ganz gut stehen. Das ist halt der Vorteil, dass Protoss zumindest zu einem gewissen Teil auch immer mit Nahkämpfern anrücken. Die lassen sich halt relativ leicht durch Dingens aufhalten. Die schnellere Mutas wäre nicht verkehrt. Ja, schnellere Hedros übrigens, nicht schnellere Motors. Klar, ich denke, hier dürfen wir noch in die Arbeit gehen. Gerne ja, relativ zeitnah noch das Upgrade hier fertig. Vielen Dank. Darüber. Der braucht Ewigkeiten, bis der da drüben ist. Das sollte aber jetzt definitiv erstmal genug sein hier. Zur Verteidigung. Nach zum Ressourcenabbau, zumindest an der Stelle. Ist halt da, das Viech ist schneller. So, du gehst wieder rüber. Ja, eigentlich sollte die nicht rüber gehen. Du stellst dich mal bitte dahin, einfach um ein bisschen Sicht zu gewähren. Weil die ersten paar Drohnen hier werden auf jeden Fall Sporenkolonien bauen, damit meine Drohnen hier geschützt sind. Hier werde ich auch nicht so viel brauchen, es geht sich primär um das Gas. Denn das werden wir brauchen. Das Sichtradius wäre da natürlich nicht verkehrt. Was ist denn dafür? Ich brauche ein Königinnennest dafür. Okay. Na gut. Dann Drohnen zum Bauen. Hydralisten. Eingraben. Alles nützlich. So, du baust mir hiervon nichts mehr, aber hier baust du mir den Schößling. Du baust mir bitte auch einen Schößling, damit ich die Forschung schneller durchkriege. Du baust mir das Königinnennest. Natürlich hier auch wieder ein paar Drohnen herstellen, die ich rüber transportiere. Ich glaube, das ist jetzt hier nicht da. Da drin ist ein bisschen was geschlafen. Schade ist halt, dass ich den Drohnen, also generell Schlüpfen und Kreaturen, kein Ding jetzt geben kann. Kein Sammelpunkt. Schon.
Ich werde auch schon wieder das Arme geklappt. Gut, das Ding ist jetzt kaputt. Hier. Der Raucher. Der Räuber. Ja, ich nehme das für den nächsten Raucher. Der ist nicht nett. Der macht Schaden. Der hat eine große Reichweite. Ich bräuchte mal... Gut, machen wir einfach noch drei. Du legst da bitte aus. Das ist der Extraktor. Brütlinge erschaffen ist nicht verkehrt. Grade 1, Grade 2. Das stört mich so ein bisschen, da kann ich anzünden. Spuren, hängen noch vier Spuren, sollte noch reichen. So. 3, 6, ich bin schon mal an die Arbeit. Reicht die Mineralien erstmal. Und dann gibt es noch 3 für das Gas. So, hier 3. Baut mir bitte als erstes die Neukriecherkolonie. Noch eine und wo ist die dritte Drohne hin? Was ist jetzt wieder los? Das ist die Drohne. Dachte mir doch schon, irgendwo muss die hin sein. Nein, Quatsch. Tee für Tiefe, nicht erst für Spore. Das war, was ich haben wollte. Königin. Scharobolot, warum brauche ich eigentlich nicht mehr? Dann fahre ich jetzt ab. Fällt mir ein. Ihr beide. Du. Abmarsch. Du bist noch zur Sporenkolonie. Wir sind glücklich. Mit Nummer 3 ausbauen für Mineralienabbau, dann sind wir alle. Sind wir eigentlich gut versorgt, finde ich. Ja, es geht wahrscheinlich sogar noch mehr, aber irgendwann kommt es mir dann halt auch einfach unnötig übertrieben vor. So, vielen Dank. So, Parasit haben sie, Brütling erschaffen, haben sie Tyrannische Kommandoeinheit verwalten. Schade ist natürlich, dass wir gegen Protoss spielen und nicht gegen Terra. Demnach nützt jetzt letzteres leider nicht viel. Hau ich einen großen Brütling. Großen Schüssel, Entschuldigung. Auf jeden Fall, natürlich. Weil ich will Wächter haben. So, ich brauche auch nur einen mutieren, der andere kann schon mal weiter forschen. Problem ist natürlich ein Mutterskosten. Vor allem verhältnismäßig viel Gas mit 100 für eine Einheit, und wir werden gleich noch sehen, wie teuer ist das Upgrade zu den Dings ist. Das ist das übliche Problem. Muss ich mal noch Upgrade haben. So, bevor ich
Einheiten, holen wir uns ein bisschen Forschung. So. Wächteraspekt. Machen wir gleich 9 plus 1, 0 plus 1 gegen 2 plus 1 und 20 plus 2. Also die machen mehr als doppelt so viel Schaden und halten auch mehr als doppelt so viel aus. So, was kostet's? Nochmal 100 Gas. Weil ich's doch auch habe. So, der Vorteil ist, hier haben wir theoretisch eine Basis, von der aus wir ohne größere Probleme die ganze Zeit Mutas rekrutieren können. Landeinheiten sollten wir da logischerweise nicht bauen. Dämlichen, sag schon, Ravager zu Räuber. Gut. Einfangen, ne, gerade nicht. Und ein paar Hydras, und noch ein paar Mutas. Eine Dingens weg. Jetzt die nächste Kolonie hier noch hin. Dann würde ich sagen, können wir auch gleich mal angreifen. Ich hätte gerne mal 3 Wächter. Das ist die Tiefe. Ist halt auch immer angeschlagen schon. Boah, 250, ne? Kommt nur noch ein Stück aus. Vielen Dank. Die Wächter. Die brauchen auch noch gar nicht mal so kurz. Ich denke mal, es wird auch effektiver sein, einen Schwarm Wächter zu haben, als einen Schwarm Mutas. Wobei die Mutas natürlich den Vorteil haben die springenden Angriffe. Ich gebe mal einfach ein paar Zirkel. Spart man sich einiges an Gas, weil es kosten kann. Ja, ich weiß. Evolution abgeschossen. Ja, jetzt müssen wir nur noch die Nahkampfdinger entwickeln. Also unsere Säuglinge, von denen brauchen wir momentan keinen Schaden zu erwarten. Aber ich glaube, das ist okay. Die sollen primär ein bisschen Feuer abfangen. Was anderes sollen die eigentlich nicht von mich. Wenn ich jetzt natürlich anfange, den Schaden zu entwickeln, weil warum nicht? Evolution abgeschossen. Evolution abgeschossen. So. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal los, ne? Hier geht voran. Hydras können daher kommen. Die ganzen Wächter vor allem. Die kommen auch hinterher. So, währenddessen sammeln wir mal wieder ein bisschen Gas. Dann nehmen wir mal Wirkung und nehmen wir Hydras. Hier schon mal Mutas. Natürlich. So. Die Frage ist, komme ich hier auf dem Landweg hier hoch? Thank you.
Das sieht aus wie Landekapsel. Hier ist kein Aufgang. Irgendwo muss hier doch ein Aufgang sein, oder? Was? Das ist ja fies. Dann würde ich sagen, können wir unsere Guardians mal zeigen, was sie drauf haben. Die machen ordentlich Schaden, aber gut, das ist halt auch ein Schaden. Also. Ja, hier ist also noch ein sicherer Hafen dadurch. Das ist gut zu wissen. Auch den würde ich gerne ausnutzen. Das Ding hier ist bald leer. Da schon mal hin. Du gehst da schon mal hin. Du auch. Das auch schon. So, du lädst die mal bitte da ab. Beziehungsweise abladen. Man sollte auch die richtigen Hotkeys nutzen. So, dann geht die mal bitte weiter erkunden. Tschüss. Ja, Guardians können natürlich nur Bodeneinheiten angreifen, das ist der Nachteil. Ja, deshalb sind sie eher wie Brutlords. Das war ein bisschen doof. So, eigentlich kann ich auch drei. Ganz ehrlich, ihr habt eh nichts mehr zu tun. Gerne eine Sporenkolonie gleich. Da hätte ich auch gerne eine Sporenkolonie. So einfach ist das. Dann können die das nämlich nicht nochmal so leicht kaputt machen. So, ihr baut mir bitte mal noch eine Brutstätte. Und natürlich einen Extraktor da drauf. Wichtig ist, wie gesagt, momentan vor allem das Gas. Nein, wir fangen das Rauchen nicht an. So. Hier können wir mitkommen. Du bist einer zu viel, dann darfst du wieder zurück. Wir brauchen natürlich vorausrennen können. Da bieten sich mal Säuglinge am besten an. So, ihr seid effektiv verschwindet Lebenszeit, keine Ahnung. Obwohl. Also vielleicht von euch da rein gesehen. Die restlichen drei. Na komm. Schicken wir euch mal Scouts irgendwo hin. Du lädst mir nicht raus. So. Da muss ich mir auf jeden Fall aber auch dran denken, dass wir Guardians nur gegen Bodeneinheiten einsetzen können.
Sowas vergesse ich nämlich gerne mal schnell. Aber ich glaube, Guardians haben durch ihre große Reichweite halt trotzdem ungefähr den Bootload-Effekt. Sprich, sind halt relativ gut zum Erobern. Zum Siegen. Was belagern heißt und nicht direkt erobern. Okay. Scheinbar ist hier die Seite fast komplett frei. Und wo sind meine Säuglinge? Oh, ich hätte ich gerne nochmal. Achso. Das ist ordentlich was. Was ist das da denn zum Beispiel? Ich habe eine Schildbatterie. Ja, Schutzschildbatterie. Ich muss sagen, ich habe irgendwie nicht gedacht, dass es die hier in diesem Spiel schon gibt. Kommen die nicht mehr. Guck, guck. Und auch die, habe ich wieder das Gefühl, können beim Fliegen schießen. Das gefällt mir. Hier sind die Bodengruppe zu beschützen. Und ich habe Guardian verloren. Mutas. Hier brauchen Mutas. Hier nicht mitgekommen. Schweine. Die wird schon gar nicht die Fackel nein. Die will noch gar nicht. Schießt auf den Leib. Genau deshalb habe ich eigentlich die Spuren von ihnen auch aufgebaut, aber scheinbar nicht weitreichend genug. Gut zu wissen. Ja, Weaver. Weaver sind böse. Müsste ich ja den taktischen Schwachpunkt angreifen können. Das Problem ist, die haben sich relativ gut abgesichert lassen. Warum halt nicht so wie gewisse Profispieler, die nur die alles in einen Teil rumbauen. Sich dann wundern, wenn der kaputt geht. Vielleicht aufgeschmissen sind. Das sollte aber gewonnen sein. Ja, Guardians sind stark. Ich mag Guardians ab jetzt. Haben halt wie gesagt den Nachteil. Also Guardians alleine bringen es nicht. Definitiv nicht, weil wegen kommt halt mal ein Flieger oder zwei und man verliert seine gesamte Flotte.
Was man aber durchaus, denke ich mal, machen kann, einen vernünftigen Schwarm an Guardians in Kombination mit einer Flotte Mutas. Selben Schwarm Mutas, logisch. Sprechen wir immer noch von Zerg. Da gibt's nur den Schwarm. Wie viele Pilots haben die Leute? Na ja, gut, Pilots brauchen, bringen die in deren Versorgung rein, den Versorgung rein. Also, das ist nur natürlich, aber nervig ist es trotzdem. Okay, wo haben sie denn jetzt noch gefällt? Na gut, hier oben irgendwo. Achso, ne, scheinbar nicht mehr. Wo seid ihr, Tassadar? Lasst ihr immer eure Lakaien für euch kämpfen? Dies soll unsere Kampfarena sein, o Königin. Tretet mir hier gegenüber und ich werde euch selbst besiegen. Okay. Dann bringen wir Kerrigan da doch mal hin. Wo bist du denn jetzt eigentlich? Ja, da ist sie. Ich denke mal, ich werde sie... Werde ich sie alleine hingehen lassen? Wahrscheinlich schon. Kann ich immer noch ein bisschen aufräumen, falls hier noch irgendwo irgendwelche Gegner sind. Irgendwas muss ja in meinem Thron neben zerlegt haben, aber ich glaube, die sind einfach in Angriff reingeraten, wenn sie Pech hatten. Ja. Nicht das. Ach, hier ist die... Hier ist die, ich setz, Aktion. Fiesling. Während der bewegt, bin ich wahrscheinlich schneller, das Ding zu erforschen, damit der trotzdem noch schneller da ist. Und ich kann mal meine ganzen Motors nehmen, um hier die beiden Schiffe auszuschalten. Aus dem einfachen Grund, ich will sie brennen sehen. Sonst... Ja, sonst Level 3 habe ich nicht erforscht gehabt. Sehr schön. Warum sind Overlords eigentlich so scheiße langsam? Gut, ich würde aber sagen, wir setzen jetzt noch Kerrigan ab. Gucken mal, ich denke mal, es wird zumindest nochmal einen Dialog geben. Und dann machen wir auch Schluss für heute. Ich traue den Braten trotzdem noch nicht. Los. Hinter meine Flieger. Evolution abgeschlossen. Wir haben es halt wirklich nicht geschafft. Das ist merklich schneller. Ich höre. Da muss ich wirklich alle Einheiten hier noch entfernen. Na gut, dann muss ich hier wieder alleine. Das war fast schon hart, hast du da. Eine Illusion? Habt ihr Angst, mir gegenüberzutreten, Templer? Solange ihr weiterhin so sprunghaft seid, o Königin, muss ich euch überhaupt nicht gegenübertreten. Ihr selbst seid euer schlimmster Feind. Ah ja. Gut, und mit diesen Worten würde ich sagen, verabschiede ich mich auch schon für diese Folge. Wir sehen uns nachher um 15 Uhr nochmal wieder, wenn wir die nächste Mission der Zerg angehen. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.